Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Video. Heute gibt es Khachapuri, eine georgische Brotspezialität mit Ei und Käse. Und wenn ihr sehen wollt, wie einfach es geht, dann bleibt einfach dran. Also viel Spaß. Ja, fangen wir mal an. Das ist übrigens der Teig, den ich gemacht habe. Den habe ich einfach portionsweise eingefroren und heute machen wir was draus. Hier habe ich den Pizzablech von Weber. Der Pizzastein ist schon auf dem Grill und wird langsam heiß. Und jetzt drücken wir uns den Platt. Brauchen wir kein Nudelholz, das funktioniert wunderbar. Auch ohne. Nicht zu dünn. Man kann auch normalen Pizzateig nehmen oder auf jeden Fall einen Hefeteig, den man auch vielleicht als Pizza Teig benutzen würde, dann müsste es funktionieren. Und ja, wir haben schon die gewünschte Dicke, wie gesagt, ein bisschen ovalförmig ausbreiten. Ja, ungefähr so. Jetzt habe ich hier unseren Käse, entweder Emmentaler oder Gouda, einen Käse, der gut schmilzt und gut fettig ist. Normalerweise kommt da kein Knoblauch rein. Ich mache jetzt für den Geschmack, ich finde das besser, wenn Knoblauch drin ist. Etwas ummengen. Und dann kommt das einfach hier drauf. Käse solltet ihr genug nehmen, um später das Brot da drin, ja, zu dunken. Es kann ruhig auf den Rand landen. Ja, und dann rollen wir uns das hier so ein, dass es eine Umrandung entsteht. Und halt so ein bisschen eiförmig ist. Wie gesagt, das geht kinderleicht. Und super schnell und später schmeckt es aber. Finde ich sehr gut. Und das Ei kommt ganz zum Schluss. Normalerweise das ganze Ei, ich werde wahrscheinlich nur das Eigelb reinmachen. Das sollte noch flüssig sein. Ja. Ein bisschen zusammendrücken, damit es auf dem Pizzastein bleibt und nicht, ja, drüber schaut, sonst verbrennt das schnell. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. So sollte es aussehen. Und so kommt das auf den vorgeheizten Grill. Also, wir gehen jetzt zu dem Grill. Ja, hier ist unser vorgeheizter Grill. Der hat 300 Grad. Die Einstellung ist einfach. Niedrigste Stufe in der Mitte und außen voll aufgedreht. Den Blech packe ich jetzt drauf und später werde ich, ja, ich hoffe, man kann sehen, den runterschieben. Aber wir warten jetzt 5 Minuten und dann schauen wir noch mal rein. Ich denke mal, das braucht auf jeden Fall 20 Minuten. Ja, schaut euch das mal an, das sieht wirklich gut aus. Ein bisschen mehr als 5 Minuten, aber es ist schon oben braun. Jetzt kommt es runter und ich mache wahrscheinlich den mittleren Brenner jetzt aus. Der ist heiß genug. Oder ich lasse den erstmal nochmal an, 5 Minuten, dann mache ich den aus, damit der von unten nicht zu braun wird. Und für 20 Minuten mache ich den Deckel jetzt zu und nicht mehr auf. Also bis gleich. Ja, schauen wir mal rein. So sieht das aus nach 15 Minuten. Es ging schneller, als ich dachte. Und jetzt mache ich noch ein paar Butterflocken hinzu. Ich habe jetzt nur eine Hand frei, aber es sollte funktionieren. Und in der Mitte mache ich ein Eigelb rein. Normalerweise kommt da ganzes Ei, ich mache nur Eigelb. Und ja, jetzt mache ich den Grill aus und lasse das, ja, 2 Minuten noch ziehen. Das Eigelb soll noch flüssig bleiben, aber ein bisschen, ja,
Wir sehen das gleich. Die Butter soll schmelzen. Und ja, wir sehen uns gleich beim Probieren. Ja, wie isst man jetzt das Ganze? Das ist jetzt noch, ja, ziemlich heiß. Man bricht hier sich am Rand ein Stück ab. Und ihr könnt sehen, wie gut das durchgebacken ist. Das ist traumhaft geworden auf dem Grill. Ja, und wie gesagt, das ist ziemlich heiß. Und dann nimmt man sich am besten eine kleine Gabel oder einen Löffel. Und ja, verrührt das Ganze ein bisschen. Dass man ein bisschen, man könnte noch etwas mehr Käse nehmen, aber es ist okay. Dass man ein bisschen was von der Ei-Käse-Mischung abkriegt. Und dann rein damit. Ich finde, das schmeckt super. Ich persönlich mache noch etwas Salz oben drauf. Kommt auch drauf, was ihr für einen Käse habt. Wenn er salzig ist, dann würde ich das lassen. Und ja, schmeckt fantastisch. So sieht das von unten aus. Es ist nicht zu dunkel geworden. Wie gesagt, ich hätte mehr Käse reinmachen sollen. Aber es schmeckt auch so super. Und ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.